Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich sehe da auftreten Schneefälle. Ich sehe da nach vorne kommen Erdbeben. Ich sehe da Berge stehen, mitten im Wege und Flüsse sehe ich über die Ufer treten. Aber die Schneefälle haben Hüte auf. Die Erdbeben haben Geld in der Brusttasche. Die Berge sind aus Fahrzeugen gestiegen und die reißenden Flüsse gebieten über Polizisten. Das enthülle ich. Und darum wird heute Abend hier öffentlich vorgeführt werden die Historie vom Aufstieg und Untergang der Stadt Mahagoni. Zu unserer Zeit gibt es in den großen Städten viele, denen es nicht mehr gefällt. Die machen sich also auf nach Mahagoni, der Goldstadt, die Herren vom Verkehr der Welt und von der Küste des Großes liegen. In Mahagoni ist das Leben schön. Aber sogar in Mahagoni gibt es Stunden des Ekels, der Hilflosigkeit und der Verzweiflung. Wir hören die Männer von Mahagoni antworten auf die Frage Gottes, warum sie sündhaft leben. Vor euren Augen fällt das schöne Mahagoni in nichts zusammen. Hier sehen wir die Reste einer anderen menschlichen Zivilisation, die da viele Waren sind und sein werden. Wir sehen hier Jerusalem und Hiroshima, wir sehen Gomorra und Rom, wir sehen Sodom und Berlin. Und wir sehen Mahagoni, die Netzestadt, die keine Netze hat. Der Verwirrung, Teuerung und Feindschaft aller gegen alle demonstrierten hier in den letzten Wochen die noch nicht Vernichteten für ihre Ideale unbelehrt. Gesucht werden Leocadia Wegbig, drei Einigkeitsmoses und Fetti der Prokurist. Die Anklage lautet auf Kuppelei und betrügerischen Bankrott. Alle drei sind flüchtig. Aber der Wagen ist kaputt. Ja, dann können wir nicht weiter. Aber wir müssen weiter. Aber vor uns ist nur Wüste. Ja, dann können wir nicht weiter. Also müssen wir umkehren. Aber hinter uns, da sind die Konstabler, die uns von Angesicht zu Angesicht kennen. Ja, dann können wir nicht umkehren. Oben an der Küste wird aber noch Gold gefunden. Ja, die Küste, die ist lang. Ja, dann können wir eben nicht hin. Aber es wird dort Gold gefunden. Aber die Küste ist zu lang. Geht das nicht weiter? Nein. Gut, dann bleiben wir hier. Es ist mir eingefallen. Wenn wir nicht hinaufkommen können, werden wir hier unten bleiben. Seht, alle Leute, die von dort herunterkamen und die Goldflüsse gesehen haben, sagten, dass die Flüsse das Gold sehr ungern hergeben. Es ist eine schlimme Arbeit. Und wir
können nicht arbeiten. Aber ich habe diese Leute gesehen und ich sage euch, sie geben das Gold her. Ihr bekommt leichter das Gold von Männern als von Flüssen. Ganz hervor.
Jane und Pfeffer!
Sparbüchsen bin ich. Und Sie, Mr. Joe. Ein Lastgewoll. Um Ihnen uns gefällig zu erweisen, setzen wir die Preise etwas ab. Danke herzlich. Wünschen Sie zuerst mit frischen Mädchen zu besorgen. Meine Herren, jeder Mann trägt im Herzen das Bild seiner Geliebten. Was den anderen typisch ist den anderen mager. So ein Schwung der Hüfte, wenn etwas quatschen mit dir, Jo. Vielleicht wäre es für mich das andere. Ich höre allerdings an etwas Dunkleres. Und, Mr. Bill? Bemühen Sie sich gar nicht. Nein, ich sehe nichts an Bildern. Ich muss hinlangen, damit ich weiß, ob das Liebe ist bei mir. Heraus, ihr Schöpfer, hier. Wir haben Geld. Und was habt ihr? Sie, ja, der Lastwagen. Das ist Kämpfe. Das ist Geld. Heraus, ihr Schöpfer, wenn Ihre Hüfte keinen Schwung hat, sind Ihr 50 Dollar Dreck auf Wellblech. 30 Dollar! 30 Dollar? Sie sind so gefallen, die mir,
Mach ich nicht glücklich.
man schläft etwas. Man schläft. Man schwimmt. Man holt sich eine Banane. Man taut das Wasser an. Man vergisst. Aber etwas fehlt. Wunderbar ist das Heraufkommen des Abends. Und schön sind die Gespräche der Männer unter sich. Thank you.
Frohes Fleisch gegessen und Geld versammelt. 7 Jahre hab ich gebraucht. Unser Messer, ihr Kind, unser Gott, hier warte auf Vorgehen.
Thank you.
Hurrikan bewegt sich mit 120 Stundenmeilen auf Miami zu. Hurrikan schon in Miami. Miami bis auf die Grundmauern zerstört. Verbindung mit Miami nicht herzustellen. Hurrikan in gerader Linie auf Mahagoni zu. 3 Minuten entfernt. Die Stundengeschwindigkeit des Hurrikans steigt. Er bewegt sich in gerader Linie auf Mahagoni zu. Drahtverbindung mit Mahagoni schon unterbrochen. In Miami 11.000 Tote. Der Hurrikan hat um die Stadt Mahagoni einen Bogen gemacht und setzt seinen Weg fort. Von nun an, meine Leitspruch in Mahagoni, Leute, das Wort, du darfst. Wie sie es in der Nacht des Grauens gelernt haben. Thank you.
Sich in Geduld zu fassen, es werden gleich wieder drei Herren eingelassen. Sie werden verstehen, dass man zum Liebesgenoss jedem Kunden etwas Zeit lassen muss.
Es ist nicht, ob das
Bist du abgeläutet? Könnt ihr denn nicht für ihn in die Bresche treten? Und du, Jenny? Ich? Ja, warum denn nicht? Lächerlich. Was für Mädchen alles soll? Das kommt also nicht in Frage für dich. Nein! Finde den. Meine Herren, meine Mutter pflegen.
Frechheit, Unverstand und Laster. Und das Schlimmste ist kein Zaster. Da steht natürlich Henkel drauf. Ja, meine Herren, halten Sie sich nicht auf. Nur der
lange Dunkel. Ein Mädchen, das Hühnermisch in die Hirn.
Scheitern fällt. Und hat verführt die ganze Stadt und vernichtet Ruhe und Eintracht. Ein Gott, ein Bild von Alaska, war in der Kriege, denkt ihr, der wie viel ich frei, dass wir alle in den Wahlen, wir Männer, von Agonien. Siehst du nicht, dass du gegrüßt wirst? Erledige deine irdischen Angelegenheiten jetzt gleich, denn die Herren, die deinem Untergang beizuwohnen wünschen, wollen deine Privatangelegenheiten nicht wissen. Liebe Jenny, bitte.
du noch etwas zu sagen? Ja, jetzt erkenne ich, als ich diese Stadt betrat, um mir mit Geld Freude zu kaufen, war mein Untergang besiegelt. Jetzt sitze ich hier und habe doch nichts gehabt. Die Freude, die ich kaufte, war keine Freude. Und die Freiheit für Geld war keine Freiheit. Ich aß und wurde nicht satt. Ich trank und wurde durstig. Gib mir doch ein Glas Wasser. Lasst euch nicht verführen. Es gibt eine Wiederkehr. Der Tag steht vor den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht verführen. Oh!
beten? Ja, das ist üblich. Ihr wisst wohl nicht, dass es einen Gott gibt. Was gibt es? Einen Gott. Ach so. Ob es für uns einen Gott gibt? Ja, da haben wir eine Antwort. An einem grauen Vormittag mitten im Whisky kam Gott nach Mahagoni mitten im Whisky. Bemerkten wir Gott in Mahagoni. Sauft ihr wie die Schwämme, Wein und den Weizen Jahr für Jahr. Keiner hat erwartet, dass ich käme, wenn ich komme, jetzt ist alles gar. Ja, sagen die Männer von Mahagoni. An einem grauen Vormittag, mitten im Whisky, kam Gott nach Mahagoni, mitten im Whisky. Bemerkten wir Gott in Mahagoni. Lachen wir am Freitagabend, der lieber sich ganz von fern. Ihr schon quischt doch im Salze schwimmen, die wird nicht mehr trocken, meine Herren. Dann sagten die Männer von Mahagoni. Ja, sagten die Männer von Mahagoni. An einem grauen Vormittag, diese Patronen, schließt ihr meinen guten Missionar, soll ich wohl mit euch im Himmel wohnen, sehen euer graues Seifenhaar. Sahen sich die Männer von Mahagoni, ja, sagten die Männer von Mahagoni. An einem grauen Vormittag, mitten im Whisky, kam Gott nach Mahagoni, geht alle zur Hölle, steckt fest die Versichert in den Park, wasch mit euch in meine Hölle, Bursche, in die Stadt zur Hölle mit euch fahren. Oh!
Was?